Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum Gartenrundgang im Oktober. Ich glaube, so lange war zwischen zwei Videos noch nie Pause hier auf dem Kanal, seit ich wirklich regelmäßig Videos mache. Das tut mir wirklich leid, dass es so lange gedauert hat, aber ihr werdet im Laufe des Gartenrundgangs sehen, was in der ganzen Zeit alles passiert ist. In Sachen Gemüse gibt es mittlerweile wieder richtig viel zu sehen. Da habe ich gefühlt jetzt mehr Vielfalt und mehr Pflanzen auf dem Beet als im ganzen Sommer. Die Großprojekte sind fast alle abgeschlossen. Also es gibt jetzt noch viele Aufräumarbeiten, viele kleinere Arbeiten, die noch anstehen. Aber die Großprojekte sind praktisch so gut wie fertig. Also da waren die letzten 4 bis 6 Wochen wirklich sehr, sehr ergiebig. Und es kann dann im nächsten Jahr so richtig losgehen mit dem Gemüseanbau hier. Aber teilweise sind die Kulturen für nächstes Jahr auch jetzt schon auf dem Beet im Überwinterungsanbau. Und genau hier, wo ich jetzt sitze, fangen wir auch mal an. Und dann schauen wir uns an, was jetzt noch so an Ernte die nächsten Wochen zu erwarten ist. Und dann schauen wir uns die ganzen Großprojekte, die ganzen Bauvorschritte und alles Mögliche hier an. Also bleibt dran, wird ein spannender Gartenrundgang. Und da fangen wir doch gleich mal hier an. Auf meiner linken, eurer rechten müsste das sein. Haben wir Wintererbsen, habe ich das erste Mal im Anbau und wie bei so vielen Überwinterungskulturen, sage ich gleich nochmal was dazu, ist es so, dass das jetzt wirklich das erste Mal ist, dass ich das im großen Stil anbaue. Ich habe das vor 4, 5 Jahren viele Kulturen schon mal gehabt, aber in ganz, ganz kleiner Menge nur. Und in den letzten Jahren sah es eben im Sommer oder auch im Herbst, zu der Zeit, wo das Ganze gesät und gepflanzt wird, meistens danach aus, dass es die letzte Saison hier im Garten sein wird. Dadurch, dass es jetzt nicht so ist und das nächste Jahr und die vielen nächsten Jahre hier noch deutlich größer im Anbau sind, habe ich jetzt in diesem Jahr das erste Mal viele Überwinterungskulturen im Anbau, die ich schon seit vielen Jahren auf dem Zettel habe, mal zu wiederholen. Oder wie eben bei den Wintererbsen hier, das sind 4 Reihen Sorte Sima. Zum ersten Mal wirklich im Anbau, also Wintererbsen habe ich noch nie angebaut und das ist jetzt schon meine 15., 16. Gartensaison. Die habe ich direkt gesät. Hier war vorher Kürbis, dieses ganze Areal hier. Kürbisernte war großartig und dann hatte ich so um den 10. Oktober hier gesät. Das sind 4 Reihen auf ungefähr 1,30 m Beetfläche. Hier ist auch immer noch sehr viel Unkraut dazwischen, nach wie vor immer noch aufkeimendes Franzosenkraut, weil wir hatten nämlich immer noch keinen Bodenfrost. Sollte der hier irgendwann dann mal kommen, der Bodenfrost, ist das weg. Aber die Erbsen wunderbar gekeimt, schöne, fast durchgängige Reihen, also da sind fast keine Lücken. Und die sind, das ist jetzt Theorie, ich habe es noch nie gemacht, die sind vom Anbau her so, dass sie eben über den Winter auf dem Beet bleiben, leichte Wachstumsschritte haben, wie jetzt auch, sind ja auch schon so hoch ungefähr, und dann eben Februar, März nächstes Jahr richtig anfangen mit dem Wachstum und dann in etwa 4 Wochen früher zu ernten sein sollten, als die Erbsen, die ich eben früh im nächsten Jahr anbaue. Also da rechne ich mit einer Ernte so Anfang, Mitte Mai. Etwa um die gleiche Zeit, wenn auch vielleicht eine Woche früher, sind hier sämtliche Wintersalate. Hier sind Winterkopfsalate, 3 Sorten. Nansens Nordpol, Chesley Bart, fragt mich wieder niemand, wie man es französisch richtig ausspricht. Baquieu, auch wieder französisch, da habe ich mir aber sagen lassen, wie man es ausspricht. Dann haben wir noch Val d'Or und den grünen Winterschnitt. Das ist kein Kopfsalat, sondern ein Winterschnittsalat. Auch die, genau wie die Erbsen auch, bleiben auf dem Beet über Winter, legen dann im Frühjahr mit dem Wachstum richtig los und sind 3, 4 Wochen vor den frühen Salaten der nächsten Saison zu ernten. Und die habe ich gesät so um den 10. September, kamen um den 10. Oktober, also einen Monat später hier auf die Beete, sind super angewachsen. Also das sind so Kulturen, die sich über die warmen Temperaturen der letzten Wochen sehr gefreut haben. Und dann haben wir nebendran noch ein kleines Stück Spinat, gesät Mitte September, gepflanzt Mitte Oktober, etwa 1 bis 2 Wochen nach den Salaten. Hier haben wir auch verschiedene Sorten, die ich alle mal im Überwinterungsanbau teste. Man könnte jetzt natürlich im kommenden November jetzt schon die ein oder anderen Blätter hier ernten. Das werde ich aber nicht tun, sondern das ist wirklich hier ein Sortentest für den Überwinterungsanbau. Dazu gibt es dann auch entsprechend nochmal ein eigenes Video. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil die Pflanzen, das ist hier die Sorte frühe Ernte oder erste Ernte, so rum, genau, erste Ernte heißt sie. Die sahen in der Anzucht am besten aus, die Pflanzen. Die meisten sind aber jetzt von anderen Sorten überholt worden. Also das wird spannend weiter zu beobachten sein, wie das weitergeht. Und dann werde ich mich eben auf die beste oder vielleicht auch die 2 besten Sorten dann im nächsten Jahr festlegen. Nebendran Winterpostelein, gleiche
Aussaat- und Pflanzzeitpunkt wie der Spinat, also Mitte September und Mitte Oktober. Hier auch schon richtig gutes Wachstum, also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist so eine Geschichte, die ich sehr, sehr gerne esse im Salat. Und da ist auch, glaube ich, der Zeitpunkt sehr gut. Das ist auch alles wirklich über den Winter ungeschützt hier im Freilandanbau. Also alles, was ihr hier seht, auch die Salate und die Wintererbsen, der Spinat, der Winterportulak, das bleibt auch ohne Schutz im Winter. Also da sollten die Minustemperaturen, die dann irgendwann mal kommen, auch kein großes Problem sein. Eine Überwinterungskultur, die hier bei mir auf der freien Beetfläche nicht nochmal gemacht wird, sind die Rosettenzichorien. Großartig gewachsen zuerst, aber fast alles von den Wühlmäusen geholt. Also da habe ich mindestens 80% Ausfall. Jetzt schon. Hier hinten ist mal eine noch wirklich schöne Pflanze. Ansonsten ist das meiste geholt worden. Also damit gehe ich in die Hochbeete dann wahrscheinlich. Die gucken wir uns nachher noch an, weil das bekomme ich hier nicht über den Winter. Hier sind noch ein paar. Da ist wohl noch kein Wühlmausgang gewesen. Aber ob die wirklich das nächste Frühjahr noch erleben, das wage ich mal zu bezweifeln. Das sind Pfahlwurzler, haben also eine lange Wurzel nach unten, anders als die Winterkopfsalate zum Beispiel. Deshalb sind sie sehr anfällig in Sachen Wühlmausfraß. Wuchs ist gut, aber da wird nicht viel übrig bleiben. Endivien sind noch ein paar da, die werden jetzt Stück für Stück abgeerntet. Auch das eigentlich Pfahlwurzler, aber hier habe ich kaum Ausfall durch Wühlmausfraß. Also da habe ich vielleicht jetzt hier von den 50 Pflanzen, die das waren, vielleicht 4 oder 5 Stück, die an die Wühlmäuse gegangen sind. Also das ist wirklich relativ problemlos. Das ist eine Ausfallquote, mit der kann ich leben. Das hat auch die letzten Jahre immer super funktioniert. In diesem Jahr nicht so viel wie sonst, aber die, die da sind, sehen gut aus und schmecken tun sie sowieso. Dann haben wir hier ein freies Stück, wo ich Zottelwicke drauf gesät habe als Gründüngung. Ist auch sehr gut gekeimt. Da war ich aber nicht sonderlich gut in der Aussaat. Also hier gibt es viele größere Flecken, wo gar nichts ist. Und dann wiederum Flecken, wo es meines Erachtens nach zu dicht steht. Also da muss ich in Sachen breitwürfiger Aussaat noch ein bisschen Gefühl dazu gewinnen. Aber gekeimt ist es gut. Die ersten Wachstumsschritte sind auch gut. Ich bin gespannt, wie es über den Winter kommt. Abgemäht wird das Ganze dann so gegen Ende Januar, Anfang Februar. Dann mit eingearbeitet in den Boden, bevor dann nochmal frischer Kompost draufkommt. Und wieder größere Wühlmausausfälle hier beim Radicchio. Da ist unten die ganze Wurzel abgefressen. Der ist jetzt so groß. Den kann man auf jeden Fall noch essen. Der liegt jetzt hier auch noch nicht lang. Aber wenn ich hier so gucke, da haben wir hier noch einen. Auch wieder die Wühlmäuse dran gewesen. Also Radicchio, fast alles geholt. Also ich würde mal schätzen, mindestens 80% Ausfall. Das ist wirklich eine Katastrophe gewesen in diesem Jahr. Also auch da werde ich wahrscheinlich deutlich reduzieren von der Menge, so gern ich sie esse, aber das hat hier wirklich auf der freien Beetfläche überhaupt keinen Sinn. Da ist nichts übrig geblieben. Ich weiß nicht, warum die Radicchio-Wurzeln so gut schmecken den Wühlmäusen. Endivien steht direkt nebendran, da war nicht ein einziger, der abgefressen wurde, den haben wir jetzt abgeerntet. Auch hier bei der Schnitzichorie, da sind so ein paar geholt worden, also das würde ich jetzt mal sagen, 5 oder 6 Stück. Der Rest steht genauso da, wie sie da stehen sollen. Also das sieht gut aus. Auch die kommen gut über den Winter. Letztes Jahr hatte ich die bis im Februar auf dem Beet stehen. Sind sehr herb, das muss man mögen. Ich persönlich mag es sehr gerne, aber auch nicht pur, sondern meistens gemischt mit anderen Salaten im Winter oder anderen Blattgemüsen im Salat. Aber wachsen tut er super und geht auch im Winter nicht kaputt. Also hier haben wir noch ein ganz schönes Beet. Auch hier ein bisschen Wühlmausausfall, aber nicht so schlimm. Was wirklich großartig aussieht, sind hier die Überwinterungsblumenkohl- und Brokkolipflanzen. Die habe ich gesät Mitte Juli, gepflanzt Mitte August. Winterblumenkohl ist der Ballack. Beim Brokkoli ist es die Sorte Rioja. Also hier haben wir wirklich wunderschöne Pflanzen, die auch optisch gut aussehen. Und da kommt die Ernte dann auch sehr früh im nächsten Jahr. Blumenkohl gegen Ende April, eventuell Anfang Mai. Brokkoli wahrscheinlich schon Anfang April. Also das ist wirklich ein richtig schönes Beet hier und die Pflanzen sollten auch über den Winter kommen. Aber auch das wieder eine theoretische Geschichte, weil habe ich noch nie gemacht, ist in diesem Jahr das erste Mal dabei und ich bin begeistert, wie schön um diese Zeit die Beete noch aussehen können. Feldsalat, wie so viele Kulturen bei mir, nicht mehr in Direktsaat. Das macht bei mir wirklich überhaupt keinen Sinn, Feldsalat direkt zu sehen. Er keimt schlecht,
dann keimt das Unkraut im Zweifelsfall schneller, dann wächst er so langsam, dass ich ihn gegen das Unkraut nicht durchkriege. Und so habe ich es jetzt gemacht, dass ich das gleichzeitig mit Spinat und Winterpartulak ausgesät habe, Mitte September, Mitte Oktober kamen die aufs Beet, sind schon ganz schön angewachsen. Also man sieht durchaus schon den einen oder anderen Wachstumsschritt hier bei den Pflänzchen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, so kleine Pflänzchen zu setzen, aber ich muss sagen, das rentiert sich. Also ich glaube wirklich, dass wir hier eine schöne Ernte zu erwarten haben. Also das gefällt mir sehr gut. So, und wo wir gerade schon hier hinten sind, die Holzterrasse ist jetzt auch so gut wie fertig. Da wird jetzt nur noch hier über die Ränder noch so ein kleiner Überbau gemacht, dass man sich da draufsetzen kann. Auch da hinten an den Rändern kommt noch ein bisschen Holz hin. Also ganz fertig ist es noch nicht. Aber die große Fläche ist soweit. Und was hier auch draufsteht, aber nur zum Bau, ist der mobile Hühnerstall. Den haben wir jetzt auch so gut wie fertig. Das ist Platz für 6 Hühner, die da reinkommen. Da fehlt noch hier die Hühnerklappe und vieles an Kleinarbeit. Aber das Allermeiste ist gebaut. Hier ist eine Klappe zum Hochklappen, weil auch das Dach wird geklappt. Und dann kann man eben hier unten den ganzen Mist und alles, was da drin ist, dann wunderbar rauskehren. Da muss man dann also nicht reingehen in den Stall, um den sauber zu machen oder zumindest sehr selten. Das ist wirklich sehr schön geworden hier. Ich habe lange, lange überlegt, baue ich einen großen Hühnerstall oder lieber einen kleineren mobilen. Und der kleine mobile Hühnerstall war mir wirklich deutlich lieber. Auf dem Boden haben wir eine Siebdruckplatte verarbeitet. Innen ist Pappel, das sind Pappelplatten, erst behandelt mit einem guten Außenlack und dann gestrichen mit Kalkfarbe. Sämtliche Ritzen sind zugemacht mit Silikon. Hoffentlich gut genug gegen die Milben, weil das ist immer wieder das Problem bei den Hühnern. Aber ich muss sagen, damit bin ich sehr zufrieden. Hier kommt das Legenest noch dran. Wie gesagt, das Dach wird dann zum Aufklappen gemacht. Also ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Und dann kommt das hier außerhalb vom Gehege hin. Da, wo jetzt im Moment noch das Holz liegt, da stellen wir den dann hin auf Rollen, dass er eben beweglich ist. Und dann kriegen die so einen kleinen Gang in das Gehege rein. Weil wenn wir den Stall reinstellen in das Gehege, dann nehmen wir die Ziegen den Stall auseinander. Vor allem hier das Legenest. Wenn die da 2, 3 Mal draufklettern, dann ist es kaputt. Also deshalb steht der Stall dann außerhalb. Aber die haben den gleichen Auslauf wie die Ziegen. Also die Hühner bleiben da, wo sie sind. Nur der Stall kommt eben nach außen. So, hier drin ist es auch nicht mehr ganz so chaotisch. Da werden jetzt auch bald die Tische gebaut. Ich werde hier auf der linken Seite mit den Tischen anfangen. Das steht nächste Woche auf dem Plan. Hier sind jetzt nur noch 2 Platten drin. Hier habe ich mal versucht, Wintererbsen vorzuziehen. Ob das Sinn macht, lieber direkt säen, lieber vorziehen. Da gibt es einfach mal den Versuch hier mit der Platte. Und habe auch noch mal ganz spät Winterpostelein gesät, dass der dann so gegen ja, Mitte, Ende November eventuell erst gepflanzt wird. Will ich mir einfach mal anschauen, ob so ein später Anbau Sinn macht oder ob man das lieber alles etwas früher macht. Hier lagern im Moment auch noch ein paar Kürbisse, aber das ist wirklich nur ein Bruchteil der Ernte. Und dann haben wir auch die Küken noch hier drin. Aber die dürfen bald umziehen dann in den großen Stall. Die fühlen sich hier aber auch was die Temperatur angeht sehr wohl. Hier ist es nachts schön warm. Und die sind tagsüber auch immer mal wieder draußen auf der Wiese. Da haben wir so ein kleines Außengehege, wo die drauf können. Aber bald kriegen die auch noch mehr Platz. Und auch hier auf der großen neuen Fläche sind die ersten Kulturen jetzt eingezogen. Hier links von mir die Wintersteckzwiebeln, 2 Sorten, eine rote, eine braune. Und hier rechts von mir Winterknoblauch, auch hier 2 Sorten, eine weiße und eine weiß-rötliche. Knoblauch, so eine Kultur, die bei mir noch nie wirklich gut gewachsen ist. Ich habe das mal vor einigen Jahren versucht mit ein paar Zehen, die habe ich aber auch erst Anfang April so um den Dreh gesteckt. Das ist nie wirklich was geworden. Dann habe ich es irgendwann mal rausgeschmissen, weil ich habe gesagt, es wird jetzt dieses Jahr mal versucht, nochmal auf großer Fläche und dann schaue ich mir an, ob das Ganze erfolgsversprechend ist oder nicht. Wintersteckzwiebeln habe ich früher schon häufiger gemacht, die letzten Jahre aus bekannten Gründen, weil ich eben nie wusste, wie es hier weitergeht, habe ich das dann auch nicht gemacht im Herbst noch. Aber vor, ja, ich meine 2018, 19, 20 hatte ich sie, hat jedes Mal wunderbar funktioniert. Also da bin ich sehr gespannt, wie es nächstes Jahr funktioniert. Aber hier, das war wirklich ein großer Moment, als hier die ersten Kulturen eingezogen sind. Hier auf die große neue Fläche, die jetzt auch fast fertig ist in der Vorbereitung. Fehlt nur noch ein Stück. Das gucken wir uns mal kurz an. Was noch fehlt, ist dieses Stück hier.
weil immer noch alles voller Steine ist. Wir haben hier schon so viel rausgeholt. Aber es hört und hört einfach nicht auf. Egal, wo man hinguckt, überall Schotter in Mengen. Das ist unfassbar. Wir gucken uns den Berg gleich mal an. Also dieses Stück hier, das nervt mich noch. Das ist das Einzige, was jetzt nicht im Zeitplan ist. Alles andere ist im Zeitplan. Hier dieses Stück hätte ich gerne schon fertig. Dadurch, dass es auch so lange gedauert hat, die Steine da so weit rauszuholen, ist es hier auch schon wieder zugewachsen teilweise. Also es sind hier Stellen, wo wir jetzt so gut wie fertig sind. Da muss man noch mal ein bisschen was rausholen hier. Aber das ist alles nicht mehr so viel. Und wenn da mal so zwei, drei kleine Steine drin bleiben, ist das auch nicht so schlimm. Aber gerade die etwas größeren, das ist wirklich ganz, ganz blöd, wenn ich da mit Maschinen drüber gehe, ob jetzt mit meiner kleinen Motorhacke oder mit einer Fräse oder mit was auch immer. Das macht mir am Ende nur die Maschine kaputt. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Also das sind hier vielleicht noch, ja, 40 Quadratmeter, würde ich mal schätzen. Der ganze Rest ist schon komplett fertig. Hier mit Kompost versorgt. Teilweise liegen die Wege auch schon. Also das Allermeiste ist gemacht. Trotzdem, dieses Stück geht mir noch ganz schön auf die Nerven. Also hier haben Vorpächter teilweise das ganze Bad entsorgt. In der Erde einfach ein Loch gebuddelt, reingeschmissen. Beton, Fliesen. Ich habe hier auch schon Badarmaturen rausgeholt, Waschbecken, alles Mögliche. Also einfach ein Loch graben, reinschmeißen. Da kriege ich die Krise, aber irgendwann ist hier mal alles draußen. Es ist zum Glück auch nur dieses Stück, aber das war schon schlimm genug. Da hätten wir einmal den Haufen hier, der da drin war. Also alles per Hand rausgesammelt. Bin ich froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Da habe ich sehr, sehr viel Hilfe zum Glück, weil da hätte ich schon längst die Krise gekriegt. Und hier noch so ein Haufen. Also ich will nicht wissen, wie viele 100 Kilo das schon waren. Und ich würde mal behaupten, dass immer noch mindestens ein Viertel, eventuell sogar ein Drittel fehlt. Also das ist das Einzige, was mir hier wirklich im Moment schlechte Laune macht. So, aber wieder zu positiveren Dingen. Gründünger hier wächst wunderbar. Das ist Buchweizen und Phacelia gemischt auf beiden Seiten. Hier ist es nur deutlich schöner und höher, weil ich da frischen Kompost draufgeschmissen habe. Hier kommt der Kompost erst dann im Februar nächstes Jahr drauf. Der ist super gekeimt, gute erste Wachstumsschritte, aber ich denke mal, dass der bei den ersten stärkeren Frösten wahrscheinlich auch runterfriert. Trotzdem, hier ist nirgendwo Unkraut gewachsen. Der Boden ist richtig schön zu. Das schützt vor Erosion, also wirklich eine super Sache. Das funktioniert gut, sieht auch schön aus, besser als leere Beete auf jeden Fall. Hinter mir bei den Erdbeeren, da müssen wir mal langsam wieder die Ableger abschneiden. Die wachsen im Moment auch noch wie verrückt, obwohl ich sie Mitte, Ende September mal komplett abgeschnitten habe. Ging es jetzt nochmal los, also hat immer Vor- und Nachteile das warme Wetter. Und da drüben sitzt noch der Überwinterungsmangold, den schauen wir uns auch mal an. Auch Mangold zur Überwinterung ist das erste Mal für mich, im Freiland zumindest. Im Gewächshaus habe ich es schon mal gemacht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also da habe ich so gegen Mitte, Ende März dann schon richtig schön Mangold ernten können. Auch hier könnte man jetzt ein paar Blätter ernten. Kann auch sein, dass ich da immer mal wieder ein, zwei Blätter von nehme. Aber da ist wirklich hauptsächlich die Ernte im nächsten Jahr geplant, so gegen, ja, Ende April, Anfang Mai bis in den Juni. Bis dann eben wieder der frische Mangold kommt, der im nächsten Jahr gesät wird. Was jetzt auch fast fertig ist, ist mein Komposter. Drei Kammern wird es dann auch ein eigenes Video zu geben, wenn die drei Kammern dann alle mal so gefüllt sind, wie das am Ende auch gedacht ist. Also das wird wahrscheinlich dauern bis in den nächsten Herbst, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber hier können wir jetzt endlich mal ein bisschen Kompost selbst machen. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon mal gehabt. Aber auch das, so eine Geschichte, die ich nicht weiter verfolgt habe. Hier haben wir jetzt vor, ja, 3, 4 Wochen erst angefangen. Bei mir fällt auch immer nicht ganz so viel Kompost an wie in anderen Gärten, weil ich eben sehr viel gerade an Grünschnitt an die Ziegen gebe, was ansonsten auf den Kompost kommen würde. Und da das Ziegengehege so groß ist, kann ich da die Ziegenkacke auch nicht gut aufsammeln und dann kompostieren. Da sind einzelne Stellen, wo ich immer mal wieder was wegnehme und dann auch mit hier draufschmeißen werde. Auch alles, was aus dem Hühnerstall kommt, kommt dann damit drauf. Aber Kompost bei mir so eine Geschichte. Das ist nicht viel, trotzdem deutlich besser, so einen Kubikmeter im Jahr Kompost selbst zu machen, als das Ganze in der Biotonne zu entsorgen. Und auch die Hochbeete sind jetzt fertig. Unten Wühlmausgitter drin, dass ich hier hoffentlich mal Ruhe habe vor den Wühlmäusen. Natürlich können die auch außen hochklettern und dann
von oben eben da reingehen. Aber ich denke mal, das ist relativ unwahrscheinlich, dass das genau hier passieren wird. Wir haben hier genug anderen Platz. Aber ich bin froh, dass das jetzt steht. Zwei Stück sind es, einmal 4 Meter, einmal 6 Meter, jeweils 1 Meter breit. Füllung habe ich jetzt, das zeige ich euch nochmal von nahem, jetzt bisher nur den Astschnitt unten drin. Ansonsten kommt da noch jede Menge Mist oben rein, davon haben wir auch genug. Gehe ich auch nochmal ein bisschen Pferdeäpfel und so holen. Dann kommt oben nochmal Kompost und dann oben eine Schicht aus ja, ungefähr 10 cm mit einer guten Gemüseerde. Also hier kommen sämtliche Kulturen rein, die bei mir auf der normalen Beetfläche keine Chance hätten gegen die Wühlmäuse oder die auch einfach nicht wachsen. Das wird sein rote Beete, Wurzelpetersilie, die Überwinterungszichorien, Radicchio, Sellerie und eventuell auch Karotten, weil auch das dieses Jahr wieder relativ viel Ausfall hatte. Also dafür sind die Hochbeete da. Ein paar Kräuter wird es auch noch geben. Da muss ich noch was bauen. Das ist noch nicht fertig. Aber was noch zu machen ist, das erzähle ich dann nachher, wenn ich wieder hinten auf dem Beet sitze. Aber hier muss ich sagen, das sieht sehr gut aus. Ist auch wirklich stabil. Also jetzt schon, wo noch keine Füllung drin ist. Und wir schauen uns das Ganze nochmal von nahem an. Also hier ist jetzt alles Mögliche an Ast, Schnitt, was hier unten jetzt drin ist. Das wird sich natürlich auch nochmal drücken. Ich bin auch am Überlegen, hier die Schotter, also die Steine noch rein zu tun. Das ist bestimmt auch gut gegen die, ja, gegen Staunässe, dass es da sehr gut versickern kann, denke ich. Das Holz ist aus, ist Douglasie, also ist Douglasienholz, und ich habe schon mal so ein Mini-Hochbeet da draus gebaut aus dem gleichen Holz. Das habe ich nach 5 Jahren wieder weggemacht, weil es im Weg stand. Und die Balken waren immer noch sehr, sehr gut. Also ich würde mal behaupten, dass das mindestens 8 Jahre stehen konnte. Und wenn wir jetzt hier nach 8 Jahren mal die Balken austauschen müssen, ist das auch nicht schlimm. Und ich muss auch hier sagen, selbst bauen lohnt sich, weil ich habe hier in etwa für dieses große ungefähr 150 Euro ausgegeben an Material. Das ist ein Bruchteil von dem, was ein fertiges Hochbeet kostet, was teilweise deutlich schlechtere Materialien hat und auch noch extrem viel kleiner ist. Und der Aufbau war wirklich einfach. Auch das hier so eine Geschichte, die Hochbeete, wie vieles andere. Es hätte sich natürlich angeboten, da ein Aufbauvideo zu machen. Aber da bin ich ehrlich, ich muss dieses Jahr wirklich gucken, dass der ganze Kram hier einfach fertig wird. Und wenn ich mich dann mit Filmen auch noch aufhalte, dann wird es auch nächstes Jahr noch nichts mit größerem Gemüseanbau. Deshalb musste ich da jetzt einfach gucken, dass das alles so schnell wie möglich gebaut wird. Aber es wird trotzdem über die ganzen Geschichten hier nochmal eigene Videos geben, aber eben nicht mit der Kamera beim Bau aufgenommen. Da hat einfach die Zeit gefehlt. So, und was noch fehlt zu machen, also es sind noch viele Sachen, aber die eine Sache, die noch relativ wichtig ist, alles, was hier in dieser Reihe sitzt, wird noch umgepflanzt. Das sind hier die Säulenbäume. Da vorne sind noch ein paar Johannisbeeren, da sind noch zwei, drei Trauben, weil das hier wird dann der Hauptlaufweg. Im Moment laufen wir noch auf der zukünftigen Beetfläche, also hier außen. Das sieht man hier auch, denke ich, ganz gut, dass hier der Kompost eben nur bis dahin geht und dieses Stück wird dann eben auch noch Beetfläche, sobald hier der Weg frei ist. Das muss ich noch umsetzen, aber Bäume umsetzen ist immer so eine Sache. Das macht am meisten Sinn erst dann, wenn die Blätter gefallen sind, dann vertragen sie das Umsetzen am besten. Aber bei den warmen Temperaturen warte ich da schon lange drauf. Noch ist nicht viel ab, aber das geht wahrscheinlich dann alles relativ schnell. Aber sobald das mal weg ist, ist dann auch hier der Weg fertig. Also ich muss sagen, so langsam fügt sich alles und was jetzt noch zu machen ist, sind hauptsächlich noch Kleinigkeiten. Also jetzt nochmal zu der Frage, was jetzt noch fehlt an größeren Aufbauarbeiten. Sind noch Feinarbeiten an der Holzterrasse, Feinarbeiten am Hühnerstall, vorne am Kompost muss an die vordere Seite noch was dran, wo ich dann aufmachen kann, also dass ich an den Kompost gut rankomme. Da fehlt noch was. Dann müssen da drüben noch ein paar Wege gelegt werden. Es fehlen noch ein paar Regale und Tische im Anzuchthaus. Dann muss überhaupt überall mal wieder Ordnung gemacht werden. Teilweise sieht es hier wirklich aus wie Sau. Also das sind alles noch Sachen, die gemacht werden müssen. Aber was mir wichtig war, dass die großen Bauarbeiten, heißt Hochbeet bauen, Holzterrasse, Kompost, alles, was an der Hütte zu machen ist, noch außen, dass das wirklich so um diese Zeit jetzt spätestens Ende Oktober gemacht ist. Und das ist alles geschafft, weil die Tage werden bekanntlich wieder kürzer. Es wird abends früher dunkel und wenn dann draußen größere Arbeiten noch zum Bauen sind und bis man dann alles an Werkzeug draußen hat, dann wird es plötzlich wieder dunkel
und man hat erst 2 Stunden was gearbeitet. Also da musste ich jetzt gucken, dass das wirklich alles so schnell wie möglich fertig wird. Deshalb relativ wenige Videos in letzter Zeit generell. Der Garten hat auch in diesem Jahr einfach nicht so viel hergegeben. Klar, ein paar Videos hätte ich machen können, aber auch in Sachen Aufbau habe ich jetzt die Kamera nicht nebenbei gehabt, weil da mussten wir einfach gucken, dass wir jetzt fertig werden. Das tut mir auch wirklich leid. Ich weiß, dass die Fragen kommen. Wie hast du das gebaut? Wie hast du das gebaut? Es wird Videos geben, natürlich über das Anzuchthaus, was ich mir dabei gedacht habe, über die Baukosten und so weiter. Auch über die Hochbeete, über die Holzterrasse, den Hühnerstall und so weiter, wo ich dann eben nochmal genauer drauf eingehe. Aber da war ich eben beim Bauen nicht mit der Kamera dabei. Deshalb tut mir leid, dass es so ist. Aber da musste ich jetzt wirklich gucken, dass es fertig wird, weil der Kanal hier ist eben hauptsächlich Thema Gemüseanbau und das ist was, was ich nächstes Jahr endlich wieder in den Vordergrund rücken will und da müssen die Bauarbeiten dann einfach irgendwann fertig werden. So, jetzt war kurz vor Schluss noch der Akku leer. Also das ist jetzt wirklich an Großbauarbeiten, Aufbauarbeiten praktisch alles fertig und das, was an Kleinkram jetzt noch ist, wird ungefähr einen Monat dauern. Dann habe ich im Dezember mal ungefähr einen Monat, wo ich wirklich mal Pause und Ruhe habe und im Januar geht es dann wirklich richtig los mit dem Gemüseanbau. Also es ist jetzt in Sachen Infrastruktur, nenne ich das Ganze immer, eigentlich alles da und es kann nächstes Jahr richtig losgehen. Ich habe noch nie so viel Lust auf die nächste Gartensaison gehabt, wie ich es für 2025 habe. Die pure Fläche hier, was ich alles anbauen kann jetzt, dass ich mich wirklich bei fast nichts zurückhalten muss. Also es sind fast alle Wünsche in Sachen Gemüseanbau eigentlich alle Wünsche erfüllt. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Fläche für Obstbäume, aber in Sachen Gemüse ist wirklich, bin ich jetzt wunschlos glücklich. Das muss jetzt einfach nur noch irgendwie die nächsten paar Wochen noch die ganzen Aufräumarbeiten stattfinden und dann geht's hier im nächsten Jahr so richtig los. Da wird es wieder viel, viel mehr Videos geben als in diesem Jahr. Ungefähr so viel wie letztes Jahr, würde ich mal tippen. Also da gibt's wirklich viel zu sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen beim Gartenrundgang hier. Bisschen Gemüse gab's ja auch wieder zu sehen, aber hauptsächlich ging's natürlich auch heute wieder um den ganzen Fortschritt hier in Sachen Bauprojekten. Bisschen was muss noch passieren, bisschen was wird noch gebaut und gewerkelt. Aber wir befinden uns auf der Zielgerade. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Welches auch immer es sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Das werden wir dann sehen. Aber gibt die nächsten Monate auch immer mal wieder einiges zu berichten hier. Dankeschön fürs Zusehen. Schönen Sonntag noch, schönen Sonntagabend, wenn ihr das Video heute seht. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.